Du musst ein bisschen höher kommen, sonst. Wo bist du denn? Zwergnase oder was? Ja, wenn du hier sitzt. Ja, was soll ich machen? Wie ein Oschi. Blöde Kuh. So, Raya, in dein Körbchen. Still. Oh, ey, der macht sich fett. So. Er soll ja eins der Reichweitenmonster am Markt sein. Das macht auch den Akku aus. Das ist wirklich ein Monster. 1248 Wattstunden. Das wäre mal auch was für einen Reichweitentest, oder? Das ist richtig. Aber da du mir seit Wochen in den Ohren liegst, du möchtest mit dem Scooter nach Hamburg fahren, finde ich, ist das der geeignete Scooter, um das einfach mal zu machen. Ja, aber du willst nicht mitkommen. Natürlich nicht. Bin ja nicht bekloppt. Carsten, bist du... Komm ein bisschen näher, du bist viel zu weit weg. Das Bild kippt sonst. Ja, ich kann mich nur kleiner machen. Hallo und... Hallo und herzlich willkommen auf Tech for Fun. Schön, dass ihr dabei seid. In diesem Video ganz klar ein schnelles Unboxing, die Montage und natürlich der Fahrcheck. Und der Bremsentest. Und das Kopfsteinpflaster des Todes. Ja, ich bin ganz gespannt, was der so kann. Und nochmal hier herzlichen Dank an Geekbuying. Die haben uns den E-Scooter zur Verfügung gestellt. Wir dürfen dennoch sagen, was wir wollen. Ich würde sagen, los geht's. Dann schauen wir mal, was hier in der Verpackung alles drinsteckt. Das machen wir schnell, damit wir zu dem Rest kommen, vor allen Dingen zum Fahrcheck. So. Guten Tag. Seht ihr mich? Jetzt. Hier haben wir als erstes, da wird man nicht lange, oh, diese Kleber. Ach, da ist meine Assistentin. Dankeschön. Gut vorbereitet. Du, Carsten? Oh. Also, na klar, das Ladegerät und die Gretchenfrage immer. 2 oder 3 oder vielleicht sogar mehr Ampere Ladestrom. Hier haben wir leider nur 2 Ampere. Upsi. Junge Dame, könnten Sie noch mal hier einmal den Karton wegnehmen. Warten Sie, das möchte ich noch haben. Ja, und dann wieder aus dem Bild raus, ja? So. Gut. Und keinen Lärm machen. Hier sind die Betriebsunterlagen. Zum ersten die ABE. Datenbestätigung braucht ihr zur Anmeldung bei eurer Versicherung. Die EEG, Konformalitätserklärung, Bedienungsanleitung und die große Frage in Deutsch. Ausschließlich in Deutsch und, was mir gut gefällt, hier wirklich sehr genau bebildert und beschrieben, macht einen klasse Eindruck. Normalerweise sage ich jetzt ja immer, Carsten, liest du das alles vorher mal durch, jetzt müssen wir die Montage machen, aber ich denke mal, auch der Montagepart wird ganz schnell gehen. Gut, dann ein Reflektor und 3 Imbusschlüssel. Mehr ist nicht. Dann komm doch mal raus, kleiner Scooterfreund. Also eine gute Assistentin sitzt nicht nur so da, sondern kommt und hilft. Alles muss man alleine machen. Sattel. Prima. Ich würde sagen, ich räume das Feld, räume hier ein bisschen auf, stell den mal hin und dann geht es um die Montage. Ach, wie gesagt, das geht schnell. Ich Montage bist du. Okay, dann kommen wir jetzt zur Montage. Ich habe den Lenker aufgeklappt, entferne jetzt. Soll ich hier sitzen bleiben? Die Zusatz, bleib einfach liegen. Die restliche Verpackung. Nee, ich gehe. Das kann ich mir nicht angucken, das Leid. Das sieht nach Arbeit aus. Du, ich bin gleich fertig. Ja, ist mir egal. Ups. Thank you.
Und fertig montiert. Hier steht er nun, der Joyor. Ich sag immer eigentlich Jojoa. Ich finde Jojoa irgendwie sympathischer. Carsten, Jojoa? Jojoa Y8S klingt doch besser als Joyoa. Also für mich ist das hier der Jojoa Y8S. Und wer sich auskennt, merkt vielleicht, der erinnert stark an den Wizard. Also fast 1:1. Außer der Wizard hat beispielsweise Scheibenbremsen, die hydraulisch sind. Hier haben wir sie mechanisch. Aber schauen wir uns das mal an. Also so vom Grunddesign her finde ich, ja, der hat was. Sieht aggressiv aus, bullig aus. Fangen wir hier vorne mal an. Hier die Lampe, Schutzblech vorne aus Kunststoff und die Federung. Ja, die Federung, was soll ich sagen? Das ist sehr simpel. Primitiv möchte ich nicht sagen, aber eine simple Ausführung, mal schauen, was die kann. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, den Lenker ein- und auszufahren und ebenso hier die Griffe, beziehungsweise hier die Lenkerenden, könnt ihr runterklappen. Gefällt mir, ich bin kein Freund davon. Also ich finde es praktisch, klar, damit kann man das Ding gut ins Auto laden, aber man hat immer so ein bisschen auch hier, ich merke das hier, es wackelt alles so ein bisschen durch die Stange. Also ich mag eine feste Stange lieber und dann muss man halt schauen, welcher E-Scooter passt von der Größe zu einem. Dann hier das Cockpit. Kann man einschalten. Sieht man jetzt hier relativ gut. Aber es ist halt auch relativ simpel. Ihr habt hier den Mode. 3 Mode könnt ihr einstellen. Und das war's dann schon. Dann könnt ihr in das Menü gehen und das ist dann ein bisschen kryptisch, was die Einstellungen angeht. A1, Q1. Aber was klasse ist, er hat einen Tempomaten. Finde ich gut. Schauen wir hier, das Trittbrett. Schaut euch das mal an. Was für ein breites, riesiges Trittbrett. Kein Wunder, der Monster-Akku muss da ja irgendwie rein. Hier der Ladeanschluss. Ja, ist hier vor Regen geschützt. Und hier, das ist neu, müsst ihr auch unbedingt achten, ein Lokbereich. Also hier unbedingt rauf machen. Ich zeige euch mal das Ein- und Ausklappen. Einfach hier ziehen. Und dann geht's runter. Und gut, er ist arretiert, und zwar dauerhaft. Ja, lässt sich recht gut tragen. Ausklappen, ähnlich unkompliziert. Hier das ein bisschen runter machen, dann hoch und dann braucht ihr ein bisschen Kraft. Fuß hier rauf und einmal nach vorne und dann auf keinen Fall den Lock vergessen. Der Ständer, hier schaut mal, macht seine Arbeit, aber ist auch ein etwas klappriges Ding. Dann, ja, der Jojo Y8S ist vollgefedert. Vorne habe ich euch gezeigt, hinten ebenso 2 Federelemente. Dann habt ihr hier auf der Seite, Carsten, komm mal rum, die Scheibenbremse hinten, mechanisch und hier das Rücklicht. Dann noch mal was zu den Reifen hier, 10 Zoll. Ihr merkt das vom Profil, ein Offroad-Profil, Luftreifen. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass man damit ordentlich durchs Gelände brezeln kann. Und ganz klar, Federung vorn hinten und die Reifen, das schreit nach. Carsten? Kopfsteinpflaster des Todes. Kopfsteinpflaster des Todes. An Bord hat der Jojoa Y8S einen 500 Watt Motor. Der ist ganz klar hier hinten in der Hinterradnabe integriert. Das Ganze ist ausgelegt auf ein 48 Volt System. Und wir haben es vorhin schon gesagt, der Akku hat eine unglaubliche Kapazität von 26 Amperestunden hier in dem sehr breiten Trittbrett integriert. Und wenn wir jetzt mal rechnen, 26 mal 48, kommen wir auf 1248 Wattstunden. Insofern, ja, der Ruf eilt ihm voraus, der soll ein Reichweitenmonster sein. Und ja, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, welche E-Scooter ihr kennt, die eine ähnlich hohe Kapazität haben. Mir fällt da
momentan nichts ein, aber ich bin sicher, euch schon. Ja, von ganz leer auf ganz voll ladet ihr den Akku in rund 13 Stunden auf. 13 Stunden, das ist echt verdammt viel. Klar, bei so einem großen Akku, aber leider hat das Ladegerät halt auch nur 2 Ampere Ladestrom. Also hier hätte man auf jeden Fall ein Ladegerät spendieren müssen mit 3 Ampere oder vielleicht sogar 4. Wobei Standard liegt so bei den E-Scootern oder auch bei E-Bikes so zwischen 2 und 3 Ampere Ladestrom. Der Hersteller gibt die Reichweite zwischen 90 und 110 Kilometer an. Das sind, solange wir das noch nicht gescheckt haben, reine Laborwerte. Was heißt das? 75 Kilogramm Fahrergewicht, keine Steigung, kein Gegenwind und so weiter und so fort, warme Temperaturen. Also, aber das ist natürlich mal wirklich ein Ding, wo Carsten und ich mal einen Reichweitentest machen können. Nach Hamburg? Nein. Kommen wir zum Gewicht. 24 Kilogramm und das geht für einen vollgefederten E-Scooter mit diesem Akku völlig klar. Noch ein Wort zur maximalen Zuladung. Die liegt bei 120 Kilogramm und die Wasserdichtheit IPX4. IPX4, ja, also da würde ich mich nicht in einen absoluten Platzregen wagen oder durch Pfützen fahren. Das könnte auch ein bisschen besser sein. So, und dann, was euch natürlich alle interessiert, die Höchstgeschwindigkeit. Ja, die gibt der Hersteller nicht mit 20 km/h an, wie viele Hersteller auch, sondern mit 21 km/h. Keine 22, weil 22 dürfte er ja theoretisch, denn 20 km/h sind erlaubt, 10% drauf, liegen wir bei 22, checken wir nachher. Hier, das meine ich. Schau mal hier. Du hast hier überall bei den Klapplenkern immer so ein Spiel. Ich mag das nicht. Aber gut. Tschüss. Sodele. Okay, ach Gott, ich bin in der Fahrstufe 1. Carsten, das ist jetzt die Fahrstufe 1. Die ist für dich. Da haben wir jetzt nach GPS 11 und nach Tachoanzeige auch 11. Hoho. Mode 1, Mode 2, Mode 3. Wer fährt denn im Mode 1 eigentlich? Ja, ohoho, yeah. So. Yeah, alright. Mein erster Eindruck. Ja. Fühle mich gut, vor allen Dingen durch das breite Trittbrett. Gasannahme ist sehr genau. Also nicht so auf einmal, setzt es ein, der Controller macht dann einen guten Job. Und das breite Trittbrett, das ist super. Was mir nicht so gut gefällt, ja, da unten das Kabel. Da kommt man relativ schnell rauf. Okay, dann schauen wir mal. Schafft er die 22 oder die angegebenen 21 auf dem Tacho 22, GPS 21,2, 20,6. Jetzt geht's den Berg hoch. Mal sehen. 21, er bleibt bei 21. Bleibt dabei, GPS 20,6. Also bis jetzt macht ihm der Berg nichts aus. Jetzt wird's steiler. 20,1 nach GPS, 20 nach Tacho. 19,6, 20 nach Tacho, 18,6 GPS, 20 nach Tacho. Also, ja, schafft er vernünftig. Jetzt beschleunigt er ganz schön auf 22 nach Tacho. 21,4 hatte ich gerade auf dem GPS. Wir haben ordentlichen Wind heute. So, mal sehen, die Wendigkeit hier. Ja. Das ist klasse. Gut, und dann brezeln wir mal. 5, 8, 23 nach Tacho, regelt runter auf 22, GPS 20,7, jetzt geht's bergab. Hier, Federung. Hat eben ordentlich geknackt, 22, 22,8, 22,9, 23,3 GPS, 23 nach Tacho, 23,2 nach GPS. So, jetzt verlässt er uns ein bisschen.
Und ja, was ist denn jetzt? Gib mal Gas hier. 18, 19, 20. Also trotz des hohen Radstandes eine gute Agilität. Hier auch in Kurven fahren. Ui! Hier muss man ein bisschen aufpassen. Ganz viel Rollsplit. Und die Stöße werden hörbar ins Fahrwerk gegeben oder in den gesamten Scooter. Hörbar. Dann knallt es ganz schön rein. So, ich denke, jetzt muss Carsten eine Runde fahren. Da bin ich gespannt, was der sagt. So, Kollege Schnürschuh, jetzt bist du dran. Er federt gut ab, er regelt die Geschwindigkeit ziemlich schnell runter. Mehr als 22 sind auch bergab nicht möglich. Der Fahrspaß ist gegeben, ja, und die Bremsen ziehen gut an. Jetzt müssen wir nun mal sehen, wer besser bremsen kann. Hattest du gerade gesagt, dass du besser bremst als ich? Na, selbstverständlich. Das wollen wir jetzt mal sehen. Also, wie ist denn deine Schätzung? Wie ist denn mein Bremsweg? Also wenn du die gleiche Maximalgeschwindigkeit fährst. Och, der Physiker. Ja, dann wirst du einen Bremsweg haben von 8 bis 10 Metern. Und ich so von 1 bis 2. 8 bis 10 Metern. Niemals. Ich schätze mal so 4 Meter, 5 Meter. Okay, schauen wir. Ich gehe auf 22. Nein, wie der schon draufsteht. 8 bis 10 Meter, was ist das denn für ein Vogel? Oh Gott, nicht, dass er hinfällt. Jetzt bin ich gespannt. Nein, er geht jetzt schon Rückenlage. 1,50 Meter. Na, das halte ich für ein Gerücht. Da bin ich besser. Das schaffst du nie im Leben. So, bitte, komm. Kannst mir die Kamera geben? Wir filmen gleich weiter. So, bitteschön. 8 Meter. Das ist ja lächerlich. Vielleicht auf deinem Kinderroller von deinen Enkelkindern. Helm. Oh Mann, wir brauchen einen zweiten Helm. Bitte schön. Safety first. Da, 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 da. Jetzt werden wir mal zeigen, wie es funktioniert. So, jetzt bin ich gespannt. Was machst du denn bitte? Du bist leichter als ich. Ja, was soll ich sagen? Ich war bei 22 Stundenkilometer, du niemals. Natürlich. Ich habe an der Linie gebremst, du niemals. Aber wir können resümieren, ich bin der Bremsmeister, du bist die Bremslusche. Und Punkt 2, das Ding bremst gut. So, wir stellen mal ein die Fahrstufe 3. Und dann geht's los. Oh. Also. Der knallt ganz schön, hört ihr das? Das klingt nicht gesund, aber die Federung ist sensationell gut. Wirklich sensationell gut. Ich sag das ja ganz oft, da kann man sich ja mal eine etwas längere Strecke auch auf so einem Kopfsteinpflaster vorstellen. Hier kann ich mir das wirklich vorstellen. Also, da ist kaum was. Also mit einer der besten Federungskomfortsituationen, die ich bisher so gefahren bin. Hätte ich nicht gedacht, Leute. Da bin ich echt total überrascht. Hörst du, wie der knallt? Teilweise? Was ist das? Ist das unten stößt er an die Federn ran oder? Ja? Also, das Ding macht Riesenspaß. Da gibt es überhaupt keine Frage. Die Vollfederung. Dann natürlich. Ja, wie praktisch. Die Lenker einklappen und das ist dann schon für mich so ein erster Kritikpunkt. Es ist dann immer natürlich bauartbedingt ein bisschen
klapprig. Und das hat man auch gemerkt. Beispielsweise, wenn es irgendwo die Straße nicht so gut war und ihr fahrt mit dem vorderen Federbein rein, dann, ja, das hat ein bisschen geknackt. Das ganze Ding ist jetzt von der Verarbeitung her absolut okay, auch für die Preisklasse. Ich finde hier den Unterschied. Für mich ist es ein Last-Mile-Scooter. Er ist nicht so stabil wie andere. Aber man hat den Vorteil, man kann ihn wirklich transportieren. Und wenn man mal einen Ausflug macht, dann kann man auch länger unterwegs sein, aber man kann ihn transportieren und zusammenklappen. Ja, also für mich ist es kein Last-Mile-Scooter, allein schon wegen des Gewichts. Und dann natürlich, ja, letzte Meile. Hallo, wir haben hier eine versprochene Reichweite von 100 Kilometer, ein Monster-Akku. Darum für mich kein Last-Mile-Scooter, Entschuldigung. Aber das schreit natürlich auch nach Reichweitentest. Das müssen wir unbedingt machen. Natürlich erreichen wir die 100 Kilometer nicht, aber ich möchte wissen, wie viel. Und das seht ihr bald auf Tech for Fun. Also nochmal, er hat kein Bremslicht, er hat keine Blinker, er hat eine Vollfederung, er ist durchaus solide gebaut. Das Cockpit, ja, mit diesen Einstellungen mag ich auch nicht, gibt's moderneres, aber so das Grundkonzept ist eine schöne Spaßmaschine, mit der man halt auch lange Touren machen kann. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis passt es. Absolut. Ich bedanke mich, oder wir bedanken uns, wir fürs Zuschauen. Habt eine gute Zeit. Tech for Fun. Bis bald. Bis die Tage. Ciao.